Ja, servus liebe Zigana-Aficionados. Heute habe ich gedacht, mache ich ganz schnell ein Video zur Zigar-Aficionado Top 25 Liste der Zigarren aus dem Jahr 2022. Bisschen komische Liste. Und wenn man auch sich mal die Listen von Zigar-Aficionado der letzten Jahre ansieht, das sind immer dieselben Formate, beziehungsweise immer dieselben Marken, die auf den Listen, in den Listen immer erscheinen. Also weiß ich nicht, ob man da viel drauf geben kann. Auch jetzt wieder hier, ich habe kurz vorgeschaut, das sind mehr oder weniger immer dieselben Marken, die irgendwie, also natürlich hin und wieder auch Ausreißer, aber zum Beispiel, warum wird die klassische Plascencia Reserva jetzt hier wieder in die neue Liste genommen? Verstehe ich nicht, das ist die langweiligste Plascencia und wieso? Die ist ja nicht neu. Verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Dann die La Gloria Cubana. Die Klassik hatte ich jetzt noch nicht. Auf Platz 24. Die ist wieder interessant hier, die 23. Die Espinosa Knuckle Sandwich. Knuckle Duster. wird, glaube ich, bei AJ Fernandez gemacht. Ja, San Lotano. Ja. Ja, made by AJ. At AJ Fernandez. Soll schön nussig sein und süßlich. Sieht ganz interessant aus, ne? Dann auf Platz 22 Tatoi, Cappa Especial. Ich hatte, glaube ich, bisher nur zwei Tatoi. Fand ich gut, aber mehr auch nicht. Dann die Allegria Robusto, sagt mir jetzt nichts. Ja, wird irgendwas sein, was ist halt nur in den USA oder keine Ahnung. Casamania auf Platz 20, die Colorado Robusto, sagt mir jetzt auch nichts. Sieht aber zumindest auf dem Foto sehr gut aus. Hier aus der Domrep. Aber ist ein Nicaragua Puro. Günstige 5,25. Und dann 98 jetzt. Quesada, ah, okay. Okay, das sind halt ganz günstige und okay. Hier ist San Cristobal bzw. Paradiso. Die Classico bei My Father, ne? Ja, ich meine, die ist jetzt auch schon bekannt, ne? Die ist ja jetzt auch schon bekannt, die Marke und die Zigarre. Ja, weiß ich nicht. Komische Liste. Warum sie so alte Zigarren da reinnehmen? Auch die Brickhouse. Was sucht die Brickhouse Churchill da? Das ist ja ein Klassiker, was das angeht. Und wenn, wieso nehmen sie nicht die neue Perla del Mar rein? Die ist ja auch von der J.C. Newman Cigar Company. Die fand ich besser als die Brickhouse. Auch nicht viel besser. Hier, J.C. Newman. Die ist jetzt auch nicht viel besser, die Perla del Mar, die neue Geschichte. Aber ein schöneres Format mit diesem Toro Box Pressed. Und fand ich trotzdem einen Tick besser als eine normale Brickhouse. Wieso nehmen sie dann nicht die neue J.C. Newman Perla del Mar rein? Wieso die alte Brickhouse? Das checkt kein Mensch. Die Liste ist fake. Und auf nur auf Platz 17 die neue Cohiba. Ja. Für 300 Euro, $300. Habe ich noch nicht probiert. Werde ich auch nicht. Kann ich nichts dazu sagen. 95 Rating hier. Naja, da sehe ich mich schon wieder eher. So die Linea de Oro habe ich ja auch in meine Liste mit reingebracht, weil die ja wirklich Ende Dezember letzten Jahres erst erschienen sind. Und ich habe auch eine Noblesse-Kiste da. Finde ich, war die interessanteste von den drei Formaten. Und die ist wirklich hier, ja, November 2021 Boxing Date. Ja, aber im Dezember war meine Kiste, oder beziehungsweise im Dezember kamen die ja erst nach Deutschland. Also deswegen habe ich die ja in, wenn ihr euch erinnert, in meine Top 25, Top 12, war da hast du ja noch einen Nachtrag. Habe ich ja noch drei Nachtragzigarren gehabt. Und da war auch diese hier dabei. Ja. La Palina Goldi Laghetto. Sieht cool, interessant aus. Ja. Dann eher so Lancero fast. Okay, ist unbekannt, also kenne ich nicht.
Steht noch nichts. Hier, okay, da sehe ich mich auch wieder. Die neue AJ Fernandez. Die Dorado war ein super Teil. Allein optisch passt es super zum Herbst. Wirklich wunderschöne Zigarre so. Einfach eine interessante Entwicklung von den Aromen her. Auch hier Criollo mit dabei. Ich fand ja auch die neue günstige, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, hatte ich ja auch in meiner Liste drin, auch die Criollo-Version. Criollo finde ich immer interessanter mittlerweile. Jetzt hier die Antano, aber die 1970. Ich weiß nicht, ich hatte ja die heuer der Nicaragua, die Antano, aber halt die CT. Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich zu 1970 unterscheidet oder nicht. Das ist natürlich eine sehr gute Marke, gute Zigarren. Aber würde ich jetzt nie in eine Top-Liste mit reinbringen. Und ja, das Joya de Nicaragua ist immer bei denen in der Liste dabei. An die LFD Oro Gisel, die hatten wir, glaube ich, in Deutschland nicht, oder? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, sieht so ein bisschen ja auch fast schon wie Toscano. So vom Format her, wo es hinten dann immer schmäler wird. Gut, hier auch eine Zigarre, wo ich nicht verstanden habe, die hohe Bewertung. Die Pledge. Aber ich dachte, die hätte 98 bekommen. Hier steht ja 93. Das ging doch durch die Medien oder durch die Zigarrenwelt, dass die allererste Zigarre bei Cigar Aficionado so ein hohes Rating bekommen hat. Das war doch 98 und nicht nur 93. Das war doch die am allerhöchsten. Oder Moment mal, vielleicht ist es die Apogee. Also vielleicht ist es ein anderes Format. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Weil es kommt nachher noch eine Zigarre in einem anderen Format, wo sie aber schon mal mit in die Liste gebracht haben, aber halt eben anderes Format. Das machen sie, der genau, das machen sie auch gerne, dass sie halt dann eben sagen, ja, nee, dieses Jahr haben wir auch die Zigarre wieder am Start, aber halt, weil es ein anderes Format ist. Okay, dann wird es wahrscheinlich ein anderes Format sein. Und das Format hat halt eben nicht diese 98 bekommen. Aber wieso? Ich check's nicht. Ich check die Liste hier nicht so. Dann Fuente, was weiß ich, die Bitch, Hooker. Ja, die machen da ein bisschen, weiß ich nicht, mit diesem Pussycat und weiß ich nicht. Also mir gefällt Fuente auch nicht mehr so mittlerweile. Auch die Preisentwicklung und ja. Egal. Da auch so einen Livestream mal gesehen. Da fand ich nicht, wie sich seine Tochter verhalten hat. Fand ich nicht in Ordnung. Dann die Giulietta made in Tabacalera de Garcia für den amerikanischen Markt. Oder hier, okay, in dem Fall ist es nicht Tabacalera de Garcia, sondern Tabacalera de AJ Fernandez. Das wusste ich nicht. Normalerweise wäre der Romeo und Monte Cristo für den amerikanischen Markt ja eigentlich in der Domrep bei Tabacalera de Garcia gemacht, aber anscheinend. Zumindest dieses Ding hier, diese Reserva nicht. Ja. Und natürlich, Padrón ist bei denen in der Liste immer mit dabei. Immer. Verstehe ich nicht. Das ist schlechte Zigarren, meiner Meinung nach. Zumindest für den Preis. Hier kostet sie über 20 Euro. Anniversary Series Principe. Ich weiß nicht, ob ich die hatte. Weiß ich jetzt gar nicht. Also Patron ist für mich Kraut. Das ist ganz ehrlich, das sind für mich teilweise ja, Tankstellen-Zigarren. Diese aber halt pushen ohne Ende. Dann die My Father, was verstehe ich auch nicht. Die Le Bijou, die habe ich glaube ich tatsächlich aber bestellt und da liegen und noch nicht reviewed. Wenn ich mich nicht richtig erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, My Father ist bei denen auch immer dabei. Alec Bradley fast auch immer. Und deswegen verstehe ich auch wieder nicht. Die Black Market ist jetzt auch nicht so extrem neu. 94er Rating. Aber halt hier wieder, vielleicht ist es ein anderes Format jetzt, wo sie getestet haben und gesagt haben, hey, das ist lecker, das Ding. Und das muss in die Liste. Keine Ahnung. Die Churchill halt. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und hier die Olivar Serie V ist bei denen auch immer mit dabei. Verstehe ich auch nicht. Das macht doch gar keinen Sinn, wenn sie einfach nur von einer bestehenden Serie einfach ein anderes Format dann geil finden. Das macht gar keinen Sinn.
Also die Liste hier ist völliger Fake, absolut Blödsinn. Die Hoyo ist fast auch immer dabei, aber die Elegant, das weiß ich nicht, ich glaube, die habe ich nicht gehabt, ne. Das ist wieder nur ein Format einfach. Und hier auch wieder, der wird auf Nicaragua, war bei denen auch schon mit dabei. Und Nicaragua von David auf die Serie ist für mich die allerschlechteste und langweiligste Serie von David auf. Aber ist halt im Diadema-Format. Vielleicht ist das halt dann eben ein Format, wo die Aromen doch besser durchkommen. Kann natürlich sein. Und hier Jorge Bretel ist eigentlich auch oft mit dabei. Und die 66. Also die 60, 60. Weiß ich nicht. Gute Zigarre, aber viel zu teuer. Und ich verstehe nicht, warum sie nicht die Disciple nehmen, weil sie halt natürlich die 60 pushen wollen, weil sie halt damit mehr Geld machen. Weil die Disciple ist günstiger deutlich. Hier ist halt die Gewinnspanne höher, deswegen tun sie die pushen. Ganz klar muss man das so sagen. Cigar of the Year, H. Obmann Nummer 2, verstehe ich auch nicht. Ist natürlich eine leckere Zigarre, aber die schreiben halt nur, dass es für die halt ein Geheimtipp ist, weil viele wollen natürlich eher die Patagas Nummer 2 oder die Monte Nummer 2, wobei es jetzt die Obmann hier bla bla bla, Monte Cristo 2, obwohl sie halt eigentlich. Die halt, ihr Rating 98, die finden sie eigentlich ein Geheimtipp. Aber Geheimtipp ist es ja eh nicht. Wenn du Kubaner magst, dann bist du eh schon über die gestolpert. Wenn du sagst, ich möchte das Bellicoso-Format oder dieses Torpedo-Format, dann hast du eh schon mal geraucht. Das ist ja in dem Sinne dann kein Geheimtipp. Also, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Die Liste ist irgendwie komisch. Ja. Gut, aber ich meine. Wir können aber vielleicht mal reingucken. Und so 21 hier, Patron. Dann die Monte Cristo, aber halt dann eben. Und das ist auch bei My Father gemacht. Ich dachte, dass die. Ach gut, wahrscheinlich nur die speziellen Linien. Dass die bei Tabacalera da Casilla. Hier auch wieder San Cristobal Quintessenz, aber als Churchill. Dann die Pataka Serie D Nummer 4. Aber das ist ja auch keine neue Zigarre. Wieso kommt die in die aktuelle Liste rein? Verstehe ich nicht. Hier wieder so Oliva, die Melanio. Die haben sie wieder ein Jahr danach in die. Das macht auch gar keinen Sinn. Und hier die Grand Reserve Robusto Rocky Patel, Fuente, Luciano Do Drima. Auf jeden Fall, die musste in die Liste rein in diesem Jahr. Auch wieder Tatuai Aging Room von wie heißt der? Christopher Nodal. Herrera Esteli, hier wieder Neoya, der Nicaragua, und wieder eine My Father, wieder eine Cubano, LFD, gut, Padilla 88, die auf jeden Fall auch, die habe ich aber in dieses Jahr reingenommen. Vielleicht kam die, das kann natürlich sein, weil zum Beispiel auch die Rocky Patel 60 kam ja über ein halbes Jahr vor uns nach Amerika schon. Vielleicht war die Padilla 88 auch schon ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher released worden. Das kann natürlich sein, weil die habe ich ja auch in die Liste, aber 2022. Ja. Romana Nunes, Ashton, Epi Carillo und Alec Bradley. Wie ihr seht, das sind immer dieselben Marken, die sich da tummeln. Wahrscheinlich zahlen die halt Kohle. So sehe ich das. Ja, aber ja, ich dachte, ich mache kurz ein Video. Ich weiß nicht, ob ich heute noch. Ich habe schon Bock, heute ist auch das Wetter sehr schön, aber ich habe immer noch. Ja, meine Nase ist immer noch ein bisschen zu. Ob ich dann der Zigarre gerecht werde, weiß ich nicht. Entscheide ich nachher spontan.